Leute, eigentlich hatte ich mir gedacht, ich setze mich jetzt ganz bequem hier hin und plappere ein wenig, aber ich kam dann noch auf den blöden Gedanken, mal in den Keller zu rennen und ein bisschen altes Gerümpel auf VHS rauszusuchen. Und da die Kisten bei mir im Keller ganz schön verbuddelt sind, war das doch recht viel Arbeit, um überhaupt ein paar der Kassetten zu ergattern. Naja, aber okay, legen wir mal los. Hallo, seid gegrüßt. Heute mal wieder ein kleiner Vlog oder auch Vlog. Und zwar habe ich mir gedacht, da ich doch recht häufig gefragt wurde schon, ob ich jetzt nicht mal was über Horrorfilme bringen könnte, ob ich nicht mal meine Horrorfilmsammlung zeigen könnte und wie meine Meinung zu dem Splatter und dem Splatter ist und dergleichen, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mal auf das Thema ein, was ich davon so denke, beziehungsweise ja, wie sich meine Einstellung dazu so entwickelt hat. Ich fange mal vorne an. Also wenn ich dann öfter mal so Anfragen kriege, dann dann bin ich manchmal schon erschrocken. Ich gebe das jetzt einfach mal so zu, wenn dann doch sehr sehr junge Personen nach extrem harten Filmen fragen, bei denen ich mich dann schon wirklich so meine Gedanken mache und vielleicht kommt da das Väterliche dann raus und ich mich halt frage, hör mal Junge, hör mal Mädchen, bist du nicht doch ein bisschen zu jung für diesen Film? Ich sehe das auch, ich habe ja auch weit über 200 Kanäle abonniert und wenn Filme vorgestellt werden auf der Startseite, dann ist der überwiegende Teil ist wirklich Horrorfilme, Splatter dergleichen. Und da bin ich dann manchmal schon verwundert und auch erschrocken. Vor allem eben, da es doch sehr viele, sehr junge Personen sind, die diese Filme schauen. Und jetzt kommt das Aber. Wenn ich dann nämlich an mich zurückdenke, war ich ganz genauso. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern an hier George A. Romero's Zombie. Hier ist diese VHS im 145-Minuten-Cut. Wie gesagt, damals wollte ich noch Blut sehen. Heute würde ich mir den Scheiß in der Länge nicht mehr angucken. Da zählt für mich nur noch der Romero-Cut. Aber ich habe den Film damals im Kino gesehen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war etwas schöner als heute. Ich meine, die Sonne scheint auch, aber es war doch ein sehr warmer, sonniger Tag. Ich weiß noch, dass ich mittags einfach gedacht habe, mal schauen, was so im Kino läuft. Und ich sah dann eben dieses Plakat zu Zombie. Konnte mir überhaupt nicht viel darunter vorstellen, aber die Bilder sahen schon sehr interessant aus. Bin dann reingegangen. Ich war damals, ich glaube, der Film war damals schon im Kino ab 18. Ne? Ich war 16 oder so, oder gerade mal knapp 16, ich weiß es nicht mehr. Ja, und dann geht der Film los. Die, die ihn kennen, wissen ja, wie der ungefähr anfängt, dass da dieses Hochhaus gestürmt wird und die Special Force oder was auch immer, diese Polizeitruppe da die einzelnen Wohnungen abklappert. Und dann kommt ja diese Frau raus und beißt dem einen als erstes in die Schulter und beißt dann so ein Stück raus. Und ich muss sagen, mir hat sich damals dann tatsächlich so ein wenig doch der Magen umgedreht. Das war etwas, was ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Und so ging es den ganzen Film über. Es wurde mir echt richtig mulmig, ja fast so ein schlecht würde ich nicht sagen, aber es war ein sehr komisches Unwohlgefühl. Aber es war nicht so, dass ich rausrennen wollte, sondern es faszinierte auch auf irgendeine Art. Und ich war nach dem Film absolut euphorisch. Ich weiß noch, dass ich nach Hause gerannt bin und habe dann meiner Mutter erzählt. Wir hatten damals eine Backstube und sie saß dann an der Standwerk, kann ich mich noch genau dran erinnern, an der Brotschneidemaschine. Und ich dann daneben ganz euphorisch. Und dann hat die Frau dem Stück rausgebissen und den einen haben die alles abgerissen und aufgegessen. Und ich war total von den Socken. Und da fing es dann an und ich wollte mehr so Filme sehen. Damals war das eben noch nicht so, dass einige nennen es Jugendschutz, ich nenne es Zensur, die so auf der Matte stand. Das kam ja dann erst so mit den Filmen,
Zombie-Muttertag und so. Da ging es ja dann los mit dem ganzen Gedöns da. Wollte ich da mehr sehen. Es lief dann, wie hieß es, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Der wurde damals dann als zweiter Teil verkauft. Der fing ja dann auch ähnlich irgendwie an. Oder Vorgeschichte, genau, als Vorgeschichte wurde er verkauft. Weil es fing ja dann mit diesem Boot an, was dann in dem Hafen landete, diesem Segelboot, wo dann ein paar Zombies drauf waren oder ein Zombie. Und dann dachte man, okay, jetzt geht's los. Aber plötzlich war man im Dschungel. Ich fand den Film damals langweilig. War ein bisschen enttäuscht. Aber jedenfalls war meine Zombie-Sucht geweckt. Damals kann man sich gar nicht vorstellen, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, bei uns hier im Fernsehhaus, also es gibt es nicht mehr diesen Fernsehladen, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie er hieß, aber damals hat man halt noch, als dann die ersten VHS-Kassetten kamen, ich glaube Zombie war ja von Marketing die erste Version, ne? Ja, von Marketing hatten die, glaube ich, rausgebracht, da hatten die tatsächlich zur Demonstration Zombie im Fernsehhaus laufen auf den Bildschirmen und wir dann immer nach der Schule hingerannt und haben uns dann da vor den Fernseher gesetzt und ein bisschen Zombie geguckt, aber die haben uns dann immer wieder rausgeschmissen. Aber kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ne? Und ja, dann mit dem Aufkommen der Kassettenrekorder, Betamax, bei mir fing es ja mit Betamax an, musste ich dann natürlich einen Film nach dem anderen haben und dann VHS und ich habe mir dann auch eben, wie gesagt, ich habe mir wirklich alles Mögliche zugeholt, von den ganzen Reanimator, die alten, so ans Fulci und so. Alles, wo möglichst viel gesplättert wurde. Ich wollte damals, darauf kam es mir damals an, eben coole Effekte zu sehen. Viel gesplättert, viel Blut. Die Handlung interessierte mich damals nicht so sehr. Und man sieht es auch hier. Ich habe einen alten Ordner rausgesucht. Der heißt, was richtig rum? Horror. Darin habe ich dann alles Mögliche von Horrorfilmen aus Zeitungen rausgenommen. Ob man das jetzt alles so sehen kann. Ich hoffe, ich blätter jetzt nichts Falsches an. Haus an der Friedhofsmauer. Also ich habe jeden Artikel zu allen möglichen Filmen im Horrorbereich gesammelt. Das Ding haben wir hier. Mondo Brutale. Ja. Und war sehr angetan. Damals war es dann auch mein größter Wunsch, also mein Berufswunsch war dann im Special-Bereich, also Maskenbildner, so Horrormasken, Tricktechniker oder so. Das war mein Traumjob damals. Es gab zum Beispiel auch von Cinema die Tricks, das Heft, was mich sehr faszinierte, wo ich eben auch viel versucht habe, damals nachzubauen. Wenn ich dann einige Bilder hier sehe, wo haben wir's? Fand ich dann schon teilweise sehr krass. Darf man das eigentlich alles so zeigen? Ja. Wenn man dann sieht, wie hier wird dann dargestellt, wie man so eine Schädeldecke halt, ne, abzieht oder so ein quasi skalpiert. Ich weiß nicht, ob sowas heute noch so gezeigt wird in den Magazinen. Und auch explodieren wie bei Scanners oder Zombie. Hier die ganzen Effekte in Zombie. Also, wurde dann da alles sehr schön erklärt und einige erinnern sich vielleicht, ich hatte ja mal meinen alten Super 8 Film hochgeladen, einen der alten Super 8 Filme, ich verlinke den nochmal hier und ich habe mich ja damals auch so ein bisschen an den Tricks versucht und so und ich habe auch noch andere Filme gemacht, eben wo ein bisschen mehr gesplättert wurde, aber eben alles sehr schön handmade und das war immer so mein Traumberuf. Hier dieses Heftchen Zombies. Also ich habe damals, wie gesagt, alles dazu gesammelt und war der Geschichte immer sehr angetan. Für Maskenbildner und dergleichen musste man dann aber erstmal eine Lehre als Friseur oder Dekorateur machen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Was war das damals so? Ich hatte dann versucht, als Dekorateur irgendwie unterzukommen, hat aber nicht geklappt und meine Eltern haben mich dann als Friseur, haben mir als so einen Job im Friseurladen besorgt. So habe ich dann meine Lehre als Friseur begonnen. Aber leider dann das Ziel, das ich eigentlich hatte, ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, wie gesagt, bei mir war das so eine Phase zwischen, ich würde mal sagen, 16 und 25, wo ich wirklich das ganze Zeug sehen wollte. Wo ich mir, ja, später wurden ja einige Sachen verboten. Ich habe es mir dann später noch aus Österreich und sonst wo kommen lassen und
wie das ja viele von euch heute auch machen. Und ja, habe ich auch, also ich habe auch eine Menge im Kino gesehen. Auch Muttertag habe ich im Kino gesehen. Und ich weiß gar nicht. Haus an der Friedhofsmauer erinnere ich mich noch, dass er damals im Kino lief, aber den habe ich selber, glaube ich, nicht gesehen. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ja. Ja, die ganzen netten Sachen laufen ja heute nicht mehr. So Klassiker im Kino zu sehen, würde ich eigentlich auch ganz gerne mal wieder. Aber okay, ich schwitze gerade ganz furchtbar. Ich habe hier das Fenster zu, weil man sonst den Straßenlärm zu sehr hört. Und jetzt schwitze ich wie Hulle. Nun ist aber so, wie gesagt, dass das sich bei mir ein bisschen geändert hat. Weiß nicht, man wird halt älter, man sieht die Sachen ein bisschen anders und irgendwann ist dann doch die Handlung interessanter als das ganze Gesplätter. Heute langweilt mich das Splatter, das Rumgesplätter eigentlich größtenteils, vor allem wenn es so extrem ausgeweitet wird. Ich finde es auch heutzutage teilweise sehr in die Länge gezogen, sehr übertrieben und wirklich teilweise schon zu heftig. Ich weiß auch nicht, ob es am Alter liegt oder so, ob man sich da in dieser Richtung so ändert. Aber mir ist vieles heute einfach zu heftig. Wenn ich so Sachen wie Saw sehe, ich habe damals den ersten Saw hatte ich noch gesehen. Ich fand den so eigentlich gar nicht schlecht. Nur das Ende, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Das fand ich irgendwie Panne. Aber dann habe ich mir den zweiten noch angeguckt. Den fand, da habe ich dann schon so langsam die Lust verloren. Und den dritten hatte ich noch angefangen, aber den habe ich nach der Hälfte wieder ausgemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und mir war das zu viel. Eben auch die ganzen anderen Sachen wie Hostel. Hostel 2 hatte ich mir zum Beispiel noch angeguckt, weil ich gehört habe, dass Edwige Fennig, auf die ich früher immer stand, mitspielt und hüpft hier bloß mal 10 Sekunden durchs Bild. Aber da sind mir dann auch Sachen schon viel zu hart, wenn da jemand über ihm halt eine Person ausgeweitet wird und er badet im Blut und so. Da sind mir viele Sachen schon zu heftig, muss ich einfach sagen. Ich kann damit heute nicht mehr so viel anfangen. Ich mag immer noch spannende Gruselfilme oder auch Splatter, wenn nicht zu viel gesplattert wird. Sonst stehe ich mehr auf die Slasher eben, wie die ganzen Freitag der 13. Geschichten und so. Halt diese. Der schlägt einfach kurz zu, der matscht nicht noch lange rum und dann ist die Sache gegessen. Habt ihr eigentlich eine Lieblingsszene in Freitag der 13.? Meine war immer, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Teil, aber da lief einer Kopfstand und Jason haut ihm dann so zwischen die Beine. Die fand ich immer am besten gelungen. Sehr spaßig. Jedenfalls, heute kommt es mir mehr auf die gute Umsetzung. Tolle Bilder und wenn die Figuren, ich mag es eben lieber, wenn, nehmen wir jetzt mal den Jason, wenn er bedrohlich dargestellt wird, bedrohlich in Szene gesetzt wird. Sowas finde ich viel, viel, viel spannender, viel aufregender, als wenn jetzt minutenlang gezeigt wird, wie jemand, was weiß ich, der Arm abgerissen wird oder so. Da kann ich nichts mehr mit anfangen. Und von daher, ja, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt wüsste, weiß nicht, ob man, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das mit dem Alter ändert, ob man da eine andere Sicht bekommt, wenn man Vater ist. Und wobei ich als Vater auch sagen muss, dass meine Kinder schon sehr früh Filme wie Chucky oder so gesehen haben. Aber ich denke, das ist auch immer so ein bisschen so eine Sache, wie man das angeht. Man sollte die ganz jungen Kids nicht alleine damit lassen. Und ich war immer schon so quasi der Daddy, der dann erzählt hat, wie man die Szene umgesetzt hat, wie man das umgesetzt hat und so. Von daher, ich muss auch sagen, ich habe auch immer extrem getrennt. Also für mich war, das war Film und dann gab es eben die Realität. Ich bin, was die Realität angeht, mit solchen Szenen, eine wirkliche Pussy, muss ich sagen. Wenn man schon mal im Fernsehen so durchsäppt und da läuft wieder so eine Doku mit Schönheits-OPs und da wird, was weiß ich, jemand, eine Frau gerade Silikonkissen rausgerissen, dann stehe ich da schon so, ne? Oder diese ganzen Skater-Videos, wo sich jemand einen Arm bricht oder so, oh, kann ich mir nicht angucken. Also, da sind für mich zwei absolut unterschiedliche Dinge. Hier haben mich vor allem eben, ja, hat mich mehr das Tricktechnische interessiert und so. Und das fand ich dann immer toll umgesetzt, aber das war für mich eben nie zu vergleichen mit der Realität. Ich
persönlich habe mit realistischen, also mit echten Szenen im Fernsehen, wenn Operationen sind und wenn man irgendwelche Unfallopfer zeigt oder so, habe ich meine Probleme. Da kann ich nicht hingucken. Muss ich leider zugeben. Was heißt leider? Ich finde es jetzt eigentlich ganz normal. Und von daher erschreckt mich sowas immer so ein bisschen. Es gab auch damals schon Filme, die mir damals ein bisschen zu heftig waren. Zum Beispiel diese ganzen, wie heißen sie, Mondo-Brutale-Filme. Ne? Werden sich vielleicht einige daran erinnern. Die ganzen Kannibalen-Filme. Da hat mich oft gestört, dass da eben Tiere wirklich ausgeweidet wurden, was ja ein bisschen zu weit ging. Ich erinnere mich noch an irgendeine Szene mit einer Schildkröte und so. Also das fand ich schon zu übel, wenn da wirklich minutenlang das Tier dann da zerstückelt wurde und so. Da konnte ich mich absolut nicht mit anfreunden. Nun gut, was soll ich noch groß sagen? Ich will ja jetzt auch nicht den Moralapostel raushängen lassen, denn wie gesagt, ich war ganz genau so. Ich kann die Faszination verstehen. Nur bei mir hat sie einfach nach einiger Zeit nachgelassen. Und von daher wird es bei mir auch nicht so viele Filme in dieser Richtung geben. Jetzt mal, um auf die ganzen Fragen einzugehen, die halt immer wieder mal gestellt werden. Ich will da auch gar nicht so viel dann zeigen. Deswegen wollte ich das Thema jetzt einfach mal mit diesem kleinen Vlog so ein bisschen angehen und auch abhaken. Oh, apropos Skater-Videos. Einige von euch hatten es ja bestimmt mal mitbekommen, dass ich hin und wieder mal in die Muckibude renne. Und da passieren auch teilweise Sachen. Oh, vor kurzem ist hinter mir einem noch der Brustmuskel gerissen beim Bankdrücken. Da zuckt man dann auch erstmal zusammen. Ist eben das ganze Gewicht dann auch noch runtergeknallt. Und dann, 2 Wochen, 3 Wochen später, das war richtig heftig, ich war nicht dabei, aber mir reichte es schon, als es mir erzählt wurde, ist jemand beim Bankdrücken der Oberarm gebrochen. Einfach durchgebrochen, 170 Kilo runtergeknallt. Boah, ich bin dann nur noch, ich fühle dann förmlich mit. Aber kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Einfach so, wumms, bricht der Arm durch. Ist schon heftig. Also, teilweise stimmt es schon, Sport ist Mord. Todesfall hatten wir leider auch vor einiger Zeit. Also, ist wirklich heftig teilweise. Wie gesagt, so Sachen nehmen mich dann wirklich mit. Und also, und wie eben auch erwähnt, die Sachen im Fernsehen, wenn ich da mal realistische Sachen sehe, also das prägt sich auch bei mir im Gedächtnis ein. Ich erinnere mich noch als Kind bei meiner Oma in den Nachrichten gesehen, wie sich jemand verbrannte. Boah, das Bild hat sich bis heute festgefressen. Dann gab es mal irgendwo einen Bombenanschlag auf einer Tribüne und so, und da lief einer ohne Arm irgendwie rum. Boah. Also das sind immer Sachen, die ich dann, die ich wirklich ganz schlimm finde. Wo ich dann auch immer so ein bisschen so kopfmäßig dran zu knabbern habe, die mich dann auch wirklich schocken. Und von daher, bei Filmen ist das was anderes. Da ist das wirklich so makaber, das manchmal klingt, ist das einfach reine Unterhaltung. Und ich denke, da muss man einfach trennen können. Und wer das kann, der wird da auch absolut keine Probleme mit haben. Und für mich ist es einfach eine Phase, die man vielleicht in der Jugend oder so durchmacht. Vielleicht auch so eine rebellische Phase, die hat ja jeder von uns ein bisschen. Und mit dem Alter wird man dann ein wenig ruhiger und da ändern sich einige Dinge halt. Ja, man kommt auch nicht mehr ganz so schnell die Treppe hoch. Naja, okay, bevor ich jetzt noch weiter Blödsinn laber, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu dem Thema von mir. Macht es gut, bis die Tage und postet eure Meinung. Wie seht ihr das mit den ganzen Filmen? Vielleicht auch in die Älteren, hat sich da was geändert im Laufe der Zeit? Schreibt mir eure Meinung. Bis dann. Ciao.